outbreak in the laboratory. The quarantine platform. We sent a team to investigate and recover the survivors, but they haven't returned. There's nothing on the radio either. We got a backup team ready to go. Just give the order and I'll go alone. Boss, what are you... There's no need for that. We can't afford to lose anyone else. We have no idea what's going on exactly. In there. Anyone still alive's at their breaking point. Last thing we need is another unit storming in. No telling how they'd react. Fine. First off, check how much the infection has spread. Rescue comes next, after we know the situation. When you're ready to move, just use the iDroid. Situation again. We've got another parasite outbreak in the laboratory on the quarantine platform. What is this? No idea. To keep it from spreading. No one's getting out. One of the researchers inside managed to isolate the parasite behind the outbreak. He faxed over his findings. Code Talker's analyzing them now. Why this new outbreak? Despite our inoculation, this is still unclear. Introducing the Wolbachia to the infected prevented symptoms during the last epidemic. The parasites lodge in the victim's throat, forming a mating pair. But the Wolbachia turns the male to female. Two females can neither copulate nor lay eggs. That's why the rescue team went in with more Wolbachia. But the outbreak still isn't under control. They should not be capable of laying eggs. Yet, we have a new outbreak, and the Wolbachia have no effect. I pray this is not some new strain. If it is, then someone may have brought it here. If there's a spy running around. For now, we must focus on discerning the outbreak mechanism. The cases show another alarming new development. It is now even more difficult to tell who is infected. The eggs propagate out of sight. No external symptoms. One who appears healthy may be dying on the inside. What the hell happened in there? Boss, I still can't raise the rescue team I sent in. We know how to proceed if we just knew how to ID the symptoms. Finding that out is part of your job in there. Und damit auch von mir Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Metal Gear Solid. Und bevor ich aussteige, will ich noch so einiges erzählen, obwohl ich steige jetzt mal aus, damit ist der Helikopter weg und wird so ein bisschen leiser hier, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dark Serpent. Ich muss sagen, Cass ist echt ganz schön paranoid geworden. Wir hatten ja halt in Peace Walker verdammt viele Spione bei uns. Also eigentlich war jeder, sogar Cass selbst, ein Spion irgendwo. Also Cass ist scheinbar für sich selbst, aber auch er hat eigentlich mit Cypher zusammengearbeitet und weiß auch ein bisschen mehr, als er zugeben will, über das Blizzard Fonds Projekt, weil er uns eigentlich das meiste erzählt hat und wir wissen, dass er damit beteiligt war.
Aber nichtsdestotrotz auch diese ganze Geschichte von wegen, dass hier ja jeder den anderen überwachen soll und das alles Kars melden soll, dass die Soldaten, die unsere Motherbase jetzt Kars Augen sind und alles. Er wirkt einfach ein bisschen paranoid und es ist einfach mal krass, weil das mir sonst ein bisschen sehr gefehlt hat, gerade in unserer Entwicklung als Big Boss oder als Snake hier, wie wir uns einfach zum Dämon verändern. Wir sehen auch unser Horn, na gut, das kommt dadurch, dass wir recht nicht tödlich gespielt haben, ist noch ziemlich klein, aber auch sonst haben wir einfach gar nicht so große Probleme, auch geistig von damals, die sind halt, sag ich mal, ja, wie Kars jetzt einfach, der ja wirklich traumatisiert ist, einerseits durch seine Paranoid-Seite jetzt halt, dass er hier alles und jedes als Spion verdächtigt, denn ganz ehrlich, das wird einfach Eli gewesen sein. Und dass Eli irgendwelche Faxen hatte, gut, wir konnten natürlich nicht wissen, dass Eli mit Psycho Mantis zusammenarbeitet und auch dadurch überhaupt erstmal an den Sahelanthropos rankam. Aber was uns Huey noch nebenbei erzählt hat, das ist jetzt nochmal ganz wichtig hier zu erklären, das Ganze haben wir nur auf Kassette letztendlich und ich habe keine Lust mit euch die ganzen Kassetten hier alle durchzuhören, denn dann sitzen wir noch 300 Jahre lang und wie ihr einfach seht, das sind unendlich viele Kassetten, die gehen vielleicht mal 3, mal 4, mal 5, mal 10 Minuten, aber es hört einfach gar nicht auf. Und wie wir herausgefunden haben, war Eli nicht unser Sohn, die Ergebnisse wären falsch hier, da steht gerade Elis DNS-Test, da könnten wir uns nochmal anhören, aber ich erzähle es euch einfach. Also Eli ist definitiv nicht unser Sohn hier und Huey hat uns jetzt erzählt, als wir ihn verhört haben, dass Eli vielleicht sein Sohn gewesen ist, also zumindest hat er sehr starke Andeutungen gemacht, namens Hal, also dass Eli eigentlich Hal heißt und dass, naja, Emmerich, also Huey eigentlich oder mit Hal oder auch Eli genannt, zusammengearbeitet hat, um den, ja, den Sahelanthropus zu verschaffen, damit die irgendwie die Welt erobern können und sonst wie. Was jetzt mit Huey eigentlich ist, weiß ich gar nicht. Der arbeitet, glaube ich, immer noch bei uns hier am Battle Gear. Aber naja gut, so viel zu genug erstmal nur los. Es ist irgendwie schade, wir fahren das Ganze hier halt nur auf Kassette und das, finde ich, muss man jetzt einfach mal hier nebenbei wissen, dass Eli nicht unser Sohn ist und wir wissen auch, dass Eli hier für diesen erneuten Ausbruch verantwortlich ist. Allerdings jetzt halt weggelaufen ist, dadurch, dass er den Sahelanthropus geklaut hat. Und wir laufen jetzt einfach erstmal hier in die Quarantänezone hinein. Hang on, Snake. We've just had a transmission from inside. Here's the audio. It all makes sense now. I win. Where's it okay. coming from? Unknown. It cut off before we could get a fix. It all makes sense. Think he means the parasite? No way to know. Sind but right so now, that's all we've got. Hopefully he can tell us something. Das ist ja ziemlich eklig. Also ich meine, Löwen könnte ich verstehen. Find the source of that transmission, boss. Find our man. You never know. Also die Dialogzeile war gerade ganz, ganz komisch. Und ehrlich gesagt, Metal Gear Solid ist so ein Spiel, da würde ich nicht sagen, dass die Schauspieler das verkackt haben, sondern eher, dass es wirklich so ganz, ganz komisch sein sollte. Weil ich meine, Find a Man, erstmal Man so erhöht und dann You Never Know. Wen sollen wir denn sonst finden? Was sollen wir sonst finden? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall machen wir uns jetzt erstmal auf. Wir sind hier in der Quarantäneplattform, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, und suchen jetzt nach der Ursache, nach dem Virus. Die Übertragung war auch ziemlich komisch. Gerade. What is it? Something sweet. I can smell it even through the mask. The rescue team reported that too. Said it smelled like ripe fruit. We cannot allow the infection to spread. If anyone shows symptoms, you must put them out of their misery. Okay. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll jetzt, aber ich vermute mal, also wenn ich mich irgendwie ganz, ganz dunkel zurück jetzt einfach, vielleicht ist das auch nur ein Hirngespinst von mir, aber ich meine eigentlich, dass wir mal von Quiet gehört haben, dass sie sehr gut riecht. Und zwar dauerhaft, egal wie, wann, wo. Und, was wir am Anfang gesehen hatten, diesen Virus hier, der die Soldaten dort befällt. Ich zieh mal lieber meine Waffe sicherheitshalber. Oh, schön, wir haben eine Taschenlampe hier.
Dieser Virus, der die Soldaten befällt, der sieht auch so ein bisschen nach dem der Skulls aus. Und Quiet ist ja mit dem gleichen Virus infiziert. Okay, dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Alter, hier liegen ja überall Leichen rum. Vorne ist nichts. Oh, fuck. Scheiße, und da ist auch noch einer von uns gestorben und das zieht uns Heroismus ab. Ach du Kacke. Oh, fuck. Was ist los mit dir? Digga, bist du bescheuert? Du schießt auf deinen Boss hier? Ja, geil, und der hat gerade seinen eigenen Kollegen umgebracht. Na super, da eben war wahrscheinlich... Was? Ey, ist alles cool, ist alles cool. Ich. Oh, wie cool, unser Arm macht so kleine Funken hier. Die machen aber ein ziemlich komisches Licht und... Oh, fuck, da vorne ist noch jemand. Rumkrüppelt, Alter... Da ist einfach nur Blut aus seinem Hals rausgespritzt, ey. Wie ekelhaft war das denn? Wer bist du denn? Lass den Scheiß doch. Oh, Alter, wie die ganze... Alter Schwede, ey, was ist denn hier los, Junge? Ich dachte, wir bekämpfen hier irgendwelche Parasiten und kommen jetzt nicht hier in ein Horror-Survival-Game rein. Vorne liegt auch noch die gleiche. Wieder einfach nur Blut kotzt hier. Hier ist auch noch irgendwer. Okay, wir müssen weiter. Ach komm, die Zeit haben wir doch auf, wenn der hier. Blutkotz, Alter, und die beiden Leute neben ihm waren doch auch schon. So gut wie tot, oder nicht? Die sich alle einfach nur die Kehle aufkratzen, Alter. Wie abartig und widerwärtig ist das denn? So finde ich irgendwie hier. Müssen wir so halb einfach retten. Oh shit. Sind es da vorne irgendwas drin? Das sieht nicht so aus. Das ist ein Typ, der gleich verreckt. Und. Ach du Kacke, der hat gerade den anderen erschossen. Okay, lassen wir ihn erstmal in Ruhe hier. Hier vorne ist auch nichts. Ich hoffe nur, du erschießt uns nichts. Ist alles okay bei dir? Ich glaube nicht. Sieht alle irgendwie ziemlich am Arsch aus. Oh, ich muss sagen, es macht verdammt Spaß, hier mit der Taschenlampe rumzuspielen. Also es hat in Alan Wake schon extrem Spaß gemacht. Alan Wake in der Fox Engine, das wäre es einfach. Wow, das wäre der absolute Traum. So, ich glaube... Wir sind hier am Kontrollpunkt angekommen. You're okay. What's going on?
I win. I'm no snail. Damn it. So he sent the transmission. Seems like he had a way of IDing who's symptomatic. But what was he trying to say? Snail. Yes, of course. It all makes sense now. Do not let anyone showing symptoms get outside. As infection progresses, it triggers an overwhelming urge to get out in the open. That's the parasite controlling them. Once outside, the birds will feed on infected bodies, spreading the parasite on land. The whole world will be infested. Leute, das darf doch nicht sein, oder? Das war's leider auch schon wieder für heute mit Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video und abonniert den Kanal. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann guckt euch doch noch eins meiner anderen Videos an. In dem Sinne einfach nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.